Unentschieden ausgeht. Der DSD ist nämlich durch seit letzter Woche. Kala Knipschild ganz außen, der hat einen guten Schlenz. Ja, guckt auch, aber ja doch, hat sich doch entschieden. Schön. Sehr gut gesehen, weil Lilly schön schon ein Stück weit nach hinten gekommen, damit sie dann Platz hat und ja. Ärgerlich. Vielleicht ein kleines Stück weiter noch über den linken Fuß spielen, dann ist dann noch jemand anders im Rückraum. Und da gelingt es dem DSD gerade nicht so richtig, den Gegendruck aufzubauen. Und Klipper kann sich befreien. Jetzt müssen sie aufpassen, dass es nicht in die andere Richtung losgeht. Wird dann häufig nicht gemacht. Silja Drewitz, die unglaublich schwer vom Ball zu trennen ist. Jetzt hat sie ihn gerade quasi selbst abgegeben. Und alle in der Rückwärtsbewegung. Oh, das ist der... Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Ja, so eine Chance reicht dann, ne? Dann reicht halt letztendlich ein Schusskreiseintritt und hat man von hier nicht gesehen, ob es dann doch eine Ecke hätte sein können. Aber anscheinend glücklicherweise nicht. Aber schon deren eine Chance ist fast gefährlicher als all von unseren Chancen. Ja, hast du vollkommen recht, ne? Also kriegt einen Ball so direkt vorm Torwart. Um da ein Tor zu schießen. Genau, habe ich gerade erfahren, bei den Clipper Herren dabei und hilft da aus. Genau, witzigerweise spielen nämlich direkt im Anschluss unsere Herren auch gegen die Clipper Herren. Also die sind mit beiden Mannschaften aus Hamburg angereist für dieses Wochenende. Die hatten anscheinend einen kleinen Engpass. Aber auch gut, Sandra zu Linden erarbeitet sich den Ball da wieder. Eine von den Center-Spielerinnen, und da hat Carina nicht aufgepasst. Ja, das gibt Ärger. Das ist quasi auch Konter unterbrochen. Ne? Leider, ja. Ja, das ist einmal grün. 2 Minuten. Müssen wir leider auf unsere rechte Schirmerin verzichten. Bin ich mal gespannt, ob sie gleich dann umstellen, weil Pressing spielen, ich meine, kann man auch, aber ist natürlich ein bisschen riskant. Weiter geht's und DSD mit einem zu wenig. Ja, hat glaube ich auch keine Absicht. Ja, guter Ball. Guter Ball, Carina gut davor gekommen. Und ja. Sehr schön. Die erste Ecke. Was machen sie? Ich glaube, die schießen den. Da sehen wir nochmal, genau, da sehen wir mal Wiederholung von dem Schlägerschlag. Ja, geht nur auf den Schläger von Carina, die da mit der Rückhand eigentlich durch will. Wir haben uns einfach verständigt, okay? Also. Au. Also, okay. Unsere beiden Vermutungen zusammen wären, glaube ich, ein Tor gewesen, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Also, es war ein Schuss, es war wirklich ein schöner Strahl und sehr hart, ja, aber halt 10 cm zu weit außen. Wenn da der rechte Stecher natürlich steht, wo er. Ja, gut, aber wenn man sich da mal lang macht. Und da eigentlich. Ah, schade, dass. Sehr schön von Carina. Ja, yeah. Oh, ich habe den von Tor gesehen. Ich habe den auch, nicht mal gesehen, hat man nicht so genau gesehen. Sandra zu Linden hat er, glaube ich, was abbekommen. Nee, aber geht wieder. Insofern. Ja, ärgerlich. Im Laufen angenommen. Weiter. Oh. Und da wird es wieder direkt weiter, gefährlich. Janne Müller-Wieland klärt da. Und sucht den Ball nach vorne. Ja. Schade. Oh, ich glaube, da hat Clara von hinten eingehakt. Oder war es Melina? War Melina, ja. Ich würde mal sagen, gut, dass es noch im vorletzten Viertel war. Ah, Clipper. Da hatten wir jetzt meinen Schlag von Clipper und. Oh.
Da ist er. Gut von Miri Amft. Helm ist weg, 7 Meter. Gute Parade da. Okay. Helm ist weg, aber ist okay. Weiter. Und die Schiris diskutieren da im Hintergrund auf jeden Fall noch, dass irgendwer die Hand dran hatte. Da müssen die Mädels aufpassen. Okay, beidseitiges Potenzial. Aber wenn da der DSD vorne mal ein bisschen, ja. Ja, weil es ja ein Schlenzer von der Carla hinten raus war, der leider mit dem Rock gestoppt wurde. Genau, ist einmal aufgesprungen und dann. Aber Ball, alles gut. Gegen den Körper gekommen. Immer noch da vorne, ja? Und Silja Drewitz am Ball. Ball muss 5 Meter bewegt werden. Hat sie kurz ein bisschen angesetzt, ihn so einzuhängen, wie das in der Halle gerne gemacht wird. Und ja Silly schwer vom Ball zu trennen. Ging nur mit einem kleinen Foul anscheinend. Insofern, ich bin mir da gar nicht sicher, wenn wir jetzt gleich hier mal die Wiederholung sehen, ob Silly da nicht einfach hätte weiterlaufen können. Und das als Vorteil. Nee, da war noch eine. Oder? Ja, ich glaube, da war noch eine. Wo der Ball quasi in die Vorhand gelaufen wäre. Probieren. Oder ob es jetzt eine Alternative gibt. Da würde ich sagen, es wäre die Alternative gewesen. Genau. Alina Eufermann ist das, glaube ich, die dann da so quasi halb läuft, ne? Aber denkst du, der war geplant auf den 7-Meter-Punkt? Meinst du, der sollte weiter nach außen gehen? Weiß ich gar nicht genau. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er auf Alina geplant war, aber das da war, glaube ich, eine von den Clipper-Mädels einfach gut da vorne. Nee, hallo. Wieder Freischlag von links diesmal. Oh, schön von Javi Villagrada, die den Ball geklaut hat mit der flachen Rückhand. Und schön auch direkt schnell geschaut. Carina Seils hat jetzt eine gute Möglichkeit. Sehr schön. Ja, war sehr schön. Ich meine, da hat die zwei gegen sich, ist echt in Bedrängnis und kriegt da trotzdem noch einen guten Schuss. Aber da hat sie alles richtig gemacht. Ja, du behinderst sie doch. Sehr schön. Da sehen wir nochmal den schönen Ball von Javi Villagra. Genau, da Carina Seils, die sich für die Rückhandseite entscheidet. Da eigentlich eine Gegenspielerin, die jetzt auch wieder den Schläger, ne? Da noch, die hat, glaube ich, sogar auch noch den Schläger berührt. Schuss war trotzdem ganz gut, ist aber gehalten worden. Insofern nach wie vor nicht gegessen, das Spiel. Ich glaube, wir müssen unsere Tipps anpassen. Ja. Oh, und Cora Kruff ganz vorne. Was hat sie vor? Das muss... Ah, schön. Okay, das muss abgestimmt sein. Ja, der ist Lilly durchgehoppelt, aber zum Vorteil von Carina. Oh, sehr schön. Ne? Sehr gut. Ah, schade. Carina hat auch bis letzte Hinrunde dann halt beim DHC in der ersten gezockt und trainiert und etc. Das merkt man natürlich dann manchmal auch, dass die echt schnell ist von der ganzen Umsetzung her. Ja, jetzt gibt es hier, wir sehen hier gerade auch den Replay, wo die Ecke draus entsteht. Haben da auch gerade kurz gesehen, dass Katrin Bremer nach außen gelaufen ist zum Trainer gespannt. Das ist ja die Schützin. Hat sie wahrscheinlich nochmal Tipps geholt, weil die Trainer das natürlich teilweise auch filmen oder sich angucken, um dann bei der nächsten Ecke reagieren zu können. Ist aber ein bisschen früh losgelaufen, aber ja gut. Javi ist dran. Nee, Silly ist dran. Ich glaub's nicht. Silly ist dran. Ja, der ganz Wahnsinn. Rechts außen. Ja. Sehr schöne Kombination. Super wichtig. Und ich hatte es bei der ersten Ecke tatsächlich gesagt. Der Silly-Stecher ganz rechts außen war frei. Ja. Ja, da sehen wir ihn nochmal. Harter Schrubber und schön von Silly, wie der noch auf die Knie geht. Da hat man auch gerade ganz zwei erfreuliche Trainer gesehen, die sich abgeklatscht haben. Wahrscheinlich meint der eine zum anderen.
Aber ja gut, wenn sie halt den Zentimeter weiter vorne ist, kann man da halt auch nicht eingreifen. Frei. Oh, jetzt müssen wir auf der anderen Seite direkt wieder aufpassen. Ja. Sie bringt ja den Kreis rein, du nimmst dir jede Möglichkeit, vernünftig zu passen oder auf den Kreis zu gehen. Vollkommen richtig. Kommt direkt aber die Erklärung. Irgendwo hin, nicht zu sein, wo es hin wollt. Also dann muss ich leider dem Schiedsrichter recht geben. Ich würde, glaube ich, auch sagen, dass das ja einfach ein Stockschlag war. Es war ein Stockschlag, ich fand es jetzt auch hart, aber ja, gut, ja. Nee, es ist aber, war in Ordnung. Deshalb die erste Ecke von Clipper in diesem Spiel. Ja. Kann gut sein, dass die halt wirklich dann parallel laufen, ne? Und, okay, ja. Glück gehabt. War auch eine Stechervariante, die da reingezogen wurde. Schön. Schön von Katrin da. Hat auch keine Angst. Oh, und Lilly, der, ja, das ist natürlich geil von Silja Drewitz, ne? So einen Ball nach vorne zu spielen. Ja, das ist die Torhüterin, weil die außerhalb des Schusskreises ist, darf sie dann halt auch nur den Schläger benutzen, nicht die Füße. Aber hat sie sehr gut mitgearbeitet. Sonst wäre Lilly da vielleicht einen Schritt schneller gewesen. Ja, das stimmt. Den Trainer, das sind ja wirklich ehrlich gesagt immer die, ich finde, sind die unnötigsten, die man haben kann. Mit Zweien in der Unterzahl. Nee. Jetzt ist hier natürlich. Ja, jetzt ist hier Hektik und jetzt sind die auch irgendwie sehr viele Mädels in der Mitte, aber schlecht. Also kann dazu auch sehr gut von Javi da mit dem tiefen Schläger. Nein. Das ist natürlich super ärgerlich. Der ist total ärgerlich. Nee, sag mal ganz kurz. Da rutscht die Javi. Ja. Vor, also für mich war da kein ahnungswürdige Situation, deswegen habe ich nicht gepfiffen. Du hast gefragt, ich versuche dir, okay. Einmal hinterm Tor. Sehr lange gut, Ecke. Miri Amft. Gut gehalten, Situation erstmal entschärft. Okay, das war tatsächlich jetzt der... Warte mal, hast du jetzt die Zeit abgelaufen? Ja, nein, ist abgelaufen, ist korrekt. Genau. Okay, das haben die Mädels jetzt nicht mitbekommen. Mädels, was macht ihr? Es ist Feierabend. Die haben die Zeit angehalten, haben das genau mitgelaufen. 28 Sekunden sind rum. Okay, ich glaube, da wusste jetzt keiner, ob... Ja, die sind rum. Genau, jetzt geht es hier gleich weiter mit unseren ersten Herren. Und morgen geht es um 14 Uhr auch nach dem Damenspiel weiter mit unseren ersten Herren.